Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen DM-Haul. Ich war da und musste auf jeden Fall Futti kaufen für den Kleinen und habe dann auch noch ein paar andere Teile mitgenommen. Und ich habe einen Kassenbon, aber ich glaube, die Preise interessieren euch nicht so, oder? Ich glaube, vielleicht weiß ich einige Preise auch noch so. Mal gucken. Zuerst habe ich aber einen Teil, das habe ich im Postkasten gehabt. Das ist von Oral-B, so eine Probe. Und zwar Oral-B Professional Sensitivität und Zahnfleischbalsam. Das ist so eine Probe und ein Rabattcoupon. 10 Euro Sofortrabatt beim Kauf einer Oral-B Smart Sensitive. 1 Euro Sofortrabatt auf alle Oral-B Zahncremes. Und 2 Euro auf alle Clean-Aufsteckbürsten. Das finde ich ganz cool eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Gutscheine oder Rabattcoupons gültig sind. Ah, bis 30.06. ist noch ein Momentchen. Ja, das habe ich auf jeden Fall in der Post gehabt und das werde ich mal ausprobieren. Und jetzt zeige ich euch meinen DM-Einkauf. Ich habe nachgekauft von Spee diese Pots für die Waschmaschine. Das sind Power Caps 3+1, ja, Color und 16 Stück sind drin. Die haben, ich glaube, 2 Euro irgendwas gekostet, also Preis-Leistung ganz gut. Ich meine, dass sie von Lenor und Co. alle teurer waren im Verhältnis. Und die habe ich jetzt schon zweimal gehabt und die finde ich sehr gut. Die tun, was sie tun sollen. Dann habe ich einmal Wickelunterlagen nachgekauft. Ich lege zwar normalerweise, also ich habe so eine flauschige Decke, die ist relativ dick, habe ich da drauf liegen und dann packe ich eigentlich immer so ein Frottituch, sage ich mal, drüber. Oder so ein Spucktuch, so ein großes oder so. Weil wenn da was daneben geht, dann kann man das einfach schnell waschen und dann hat man halt diese flauschige Unterlage trotzdem noch. Aber manchmal habe ich halt auch diese Wickelunterlagen gehabt. Da hatte ich eine Packung, glaube ich, vom Rossmann und jetzt, ja, habe ich beim DM eingekauft. Deswegen habe ich eine nachgekauft und ja, 10 Stück sind da drin. Ich glaube, in einer anderen Packung waren auch nur 10, damit bin ich auch eine ganze Weile ausgekommen. Jetzt irgendwie über 2 Monate, also von daher alles gut. Dann habe ich feuchte Allzwecktücher gekauft und ich glaube, es sind 2 Packungen. Und zwar beide von Denk mit. Einmal diese hier, das ist die Geruchsrichtung Wassermelone. Die haben ja das Design geändert, das sah ja vorher anders aus, aber Wassermelone kenne ich, Wassermelone ist richtig gut, habe ich letztes Jahr auch gehabt und deswegen durfte das wieder mit. Und ja, kosten 1,25 Euro. Und dann auch nochmal diesen von Denk mit, oder diese Packung, Allzwecktücher feucht, purer frische Duft. Das ist wahrscheinlich relativ neutral, was man auch für die Toilette bestimmt, also fürs Badezimmer bestimmt benutzen kann. Genau. Dann habe ich als nächstes, das habe ich von meiner Mama gekauft bekommen, weil meine Mama ja immer die Windeln kauft, von Baby Love. Und zwar sind das die Windeln in Größe 3 schon, sicherheitshalber. Der Kleine wird ja immer größer und ja, die Größe 3 ist von 4 bis 9 Kilo und da ist er schon mittendrin. Von daher könnten die sogar schon passen. Und da sind 46 Stück drin. Das ist eine richtig große Packung, finde ich. Und die hat, wie gesagt, meine Mama gekauft. Sie wollte, dass wir die mal ausprobieren. Sie hat ja sonst auch immer Pampers gekauft, aber ich habe zu ihr gesagt, sie muss das nicht. Sie kann auch gerne von einer anderen, günstigeren Marke das kaufen. Das ist für mich gar kein Problem. Aber, was ich mir mitgenommen habe, nochmal wieder von Rascal & Friends. Da hatte ich euch ja das eine Mal im Aufgebraucht, das schon gezeigt, neulich. Das ist so eine Probepackung, da sind 2 Stück, glaube ich, drin. Ja, 2 Stück. Und zwar in Größe 3. Und hier ist lustigerweise Größe 3 von 6 bis 11 Kilo. Und bei Babylove von 4 bis 9 Kilo. Ich weiß gar nicht, wie das bei Pampers ist, ehrlich gesagt. Müsste ich nochmal gucken. Also es ist total crazy, wie unterschiedlich das ist. Da müsst ihr dann immer gucken, wie groß oder schwer oder ja, pummelig euer Baby ist. Genau, und da habe ich die nochmal in Größe 3 mitgenommen, einfach weil ich nochmal gucken wollte, ja, wie die so sind. Ich hatte ja in Größe 2 auch 2 Stück neulich nur und die fand ich ganz gut, aber 2 Stück sind halt jetzt auch nicht so aussagekräftig. Und man hat auch mal mit einer, ich sag mal,
Pampers zum Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach mal Pampers als Beispiel. Da kann es sein, dass die Pampers tagsüber super gut hält, aber nachts gibt es irgendein Malheur, so als Beispiel. So. Und wenn man aber zwei Pampers am Tag ausprobiert hat, ja, dann weiß man ja nicht, wie es nachts ist. Und so dachte ich mir das bei Ruskell und Friends halt auch, dass ich das einmal so mache. Dass ich die einmal nachts dann ummache und gucke, wie lange das gut geht. So. Dann habe ich Tücherboxen gekauft. Und zwar von Evelyn zweimal diese Tücherboxen. Das ist die XL-Packung mit 200 Kosmetiktüchern. Da ist eine für den Wickeltisch als Backup. Das ist mal ganz praktisch, wenn er ein bisschen Sabbat spuckt, irgendwas, dass ich das mal eben kurz so wegmachen kann. Für die Nase, wenn da mal ein Popel beim Niesen mit rauskommt. Oder gerne auch, ab und zu lege ich auch gerne mal was auf seinen Schniepi. Einfach, wenn ich weiß, das Abwischen dauert länger und ich will nicht, dass da plötzlich eine Pullerparty stattfindet. Ja, lauter so Sachen. Und eine Packung habe ich fürs Schlafzimmer mitgenommen. Ihr wisst, ich habe so eine Packung auch immer am Bett stehen und ja, die habe ich jetzt mitgenommen. Und dann habe ich noch eine dritte Packung mitgenommen. Und zwar wieder so eine von diesen hübschen Packungen. Die ist fürs Wohnzimmer. Im Wohnzimmer möchte ich immer eine relativ hübsche, kompakte Packung haben. Ist auch von Ebelin und da sind 60 Kosmetiktücher drin. Genau. Und dann habe ich Futti gekauft. Ich weiß, man soll nicht irgendwie 1000 Packungen kaufen. Bla bla bla, da wird man richtig gehatet von anderen Muddis und das kann ich auch gut verstehen. Aber man darf bis zu drei und deswegen habe ich drei Packungen gekauft, weil ich dann einfach nicht so oft hin muss. Das ist so. Und meine Sorte, die gibt es halt nicht überall. Ich habe von Hip ja dieses Komfort, diese Komfortnahrung und ich habe die bisher nur beim DM gesehen und beim Rossmann, glaube ich. Bei Müller habe ich noch nicht geguckt, aber in allen möglichen anderen Läden und auch in so größeren Lebensmittelgeschäften, wo es echt, ich sag mal, 20 verschiedene Sorten von Hip gibt, gibt es halt dieses Komfort nicht. Und ja, deswegen habe ich davon drei Packungen gekauft. Jedes Mal, wenn ich da bin, kaufe ich drei Packungen einfach, also jetzt neuerdings, einfach damit es aufgefüllt ist, immer bei mir im Regal und damit ich mir keine Sorgen machen muss, dass es alle ist. Dann habe ich noch eine letzte Sache und zwar Vollkornnudeln von DM Bio, Vollkornverfalle Nummer 85. Also, das sind diese Schleifennudeln, sagt man das so? Fliegenudeln. kosten, glaube ich, irgendwie 70, 80 Cent oder so, glaube ich. Und die sind echt lecker. Also, ich habe vor einer Weile gesagt, ich möchte keine Vollkornnudeln essen, weil ja, die halt anders schmecken als normale Nudeln, Weizennudeln. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also ich finde, dass sie genauso gut schmecken wie die anderen Nudeln auch. Von daher, gerade wenn man Bolognese oder so macht, wo sowieso dann viel Soße drumherum ist, ist es auch völlig egal. Und dann ist es vielleicht auch ganz nett, wenn man mal ein Vollkornprodukt benutzt. Ja, das war alles von meinem Einkauf. Ich habe jetzt noch eine Sache. Die können wir uns gerne gemeinsam mal angucken. Ich habe nämlich etwas geordert für meine Mama zum Geburtstag von dem Kleinen. Oh, es ist so süß. Ich habe hier nämlich ein, ich halte es mal so auf die Entfernung, ein Foto von dem Kleinen. Und ich sag mal so, hier sind ganz viele kleine Puzzleteile drin. Ich glaube, sie wird das Foto nicht bekommen. Im Nachhinein vielleicht. Hier sind auf jeden Fall viele Puzzleteile. Und dann darf sie sich das Foto selber zusammenpuzzeln. Und ich dachte, das wäre vielleicht eine ganz süße Geschichte als Geschenk von dem Kleinen quasi für seine Oma. Ich denke, da wird sie sich freuen. So, meine Lieben, das war meine Ausbeute beim DM. Es ist relativ babylastig, würde ich mal sagen. Ich habe schon lange keine Beauty-Produkte mehr gekauft. Das liegt aber daran, dass ich einfach so viel habe und einfach das erstmal aufbrauchen muss. Also, ja, seid gespannt, guckt gespannt meine Aufgebraucht-Videos und mein Hit the Pan, denn da, ja, versuche ich wirklich einiges aufzubrauchen. Hier ist so viel in diesem Schrank neben mir drin. Und bevor ich da nicht ein bisschen was aufgebraucht habe, werde ich mir erstmal nichts Neues an Beauty und so kaufen.
Und auch Bodylotion und so ein Kram. Ich muss da erstmal brav was aufbrauchen. Ich habe Bock, mir mal wieder was Neues zu kaufen, mal wieder ein bisschen was auszuprobieren, aber es bringt ja auch nichts, wenn das nur rumsteht. Man muss ja erwachsen sein. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!